Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht hier weiter in der windigen Schlucht, wo wir im letzten Part angekommen sind. Stehen hier vor einer großen Windmühle, die abgeschlossen ist. Und haben hier erstmal noch einen Hyper-Koopa. Ne? Oh, drei Stück sogar. Alter Falter, was ist denn da los? Okay, die sind hier alle am Rumflattern auf jeden Fall. Ich würde da auf jeden Fall mal einen Multisprung drauf machen. Verdammt, ey. Warum macht denn der so einen komischen, eine Stampfattacke? Das ist ja echt schwer zu timen. Okay. Ich würde sagen, den einen erledigen wir gleich mal. Zack. So, heute kommt auf jeden Fall auch viel neuer Stuff. Verdammt. Bin ich mir relativ sicher. Power, Hüpfer. Wir machen einen normalen Sprung. Oder? Ja, ich denke schon. So, zack. Machen da ja zweimal zwei Schaden. Und dann ist er dran. Er macht den hier kalt. Wir kriegen halt echt keine Erfahrungspunkte mehr, ne? Das ist schon ein bisschen traurig, zwei Erfahrungspunkte zu bekommen. Okay, den müssen wir plätten in der nächsten Runde. Das kriegen wir aber auch easy hin. Ja, wir sind jetzt so ein bisschen wieder... Oh Gott. Bitte, bitte. Wir sind jetzt ein bisschen wieder aufs Springen übergesprungen. Aha. Weil wir haben ja die neuen Schuhe, machen damit doppelten Schaden und haben uns dementsprechend aufs Springen jetzt auch vorbereitet. Das heißt, wir können jetzt auch auf stachelige Gegner springen und so. So, hier komme ich ja dementsprechend jetzt nicht rein, oder? Abgeschlossen, du kannst die nicht öffnen. Ob da der Endgegner schon drin ist? Hm. Okay, es geht ja hier weiter. Oh Gott. Hallo. Oh, Lady Boo, welch eine Überraschung, euch hier zu sehen. Aber ihr wisst, eure Lady schafft das ihr nicht... Was? Eure Lady schafft? Dass ihr nicht herkommen solltet, es ist viel zu gefährlich. Tupa Plupa könnte jeden Moment hier auftauchen. Ich weiß, ich kam her, um Tupa Plupa eine Lektion zu erteilen. Wie stehen die Dinge? Wann ist er das letzte Mal hier gewesen? Gerade erst gestern, Lady, es war schrecklich. Er schluchzt. Diesmal hat er Herbert verspeist. Er war so grauenvoll. Der arme Herbert. Stets war er so finster und deprimierend. Was für ein großartiger Buhu. Oh nein, nicht Herbert. Oh Tupa Blupa. Er muss aufgehalten werden. Hört mir alle zu. Fürchtet euch nicht. Wir sind hier, um Tupa Blupa ein für alle Mal zu besiegen. Dieses Monster hat seine letzten... letzte Buhu-Mahlzeit zu sich genommen. Oh Lady, euer Mut ist inspirierend. Aber ihr wisst, dass man ihn den unbezwingbaren Tupa Plupa nennt. Bitte seid vorsichtig. Okay. So, dann sind wir jetzt hier in einem Geisterdorf angekommen. Ist ja auch lustig. Ist ja mega lustig. Hi. Psst, komm. Wusstest du, dass du leise und unbemerkt gehen kannst, wenn du den 3D-Stick nur ein bisschen bewegst? Du kannst diese Technik einsetzen, wenn du dich an schlafenden Gegner vorbeischleichen willst. Okay, es gibt schlafende Gegner. Hab ich noch gar nicht gesehen. Hi. Sei vorsichtig im Kampf gegen Hyper-Kumbas. Sie laden sich mit Energie auf und setzen diese dann plötzlich frei. Wenn sie sich aufladen, dann solltest du Lady Boos unsichtbar einsetzen. Aha. Kann ich auch was kaufen? Ich hatte einen Freund, der es geschafft hat, aus Tupa Plupas Schloss zu entkommen. Er hat gesagt... Der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses befindet sich in der innersten Kammer. Achte auf das Herz und den Körper. Und als er weiterreden wollte, dann hat ihn Tupa Plupa verschlungen. Ich frag mich, wie der Rest seiner Nachricht wohl lauten mag. Hm. Oh ja. Heilung. Sehr schön. Hallo. Oh, hallo. Buh. Schwache Vorstellung. Ich weiß. Verzeihung. Aber ich hatte letzte Nacht einen so eigenartigen Traum. Die Stimme in diesem Traum sagte, manchmal musst du dich umdrehen und davonlaufen. Du musst laufen und laufen, bis du den Turm mit der sich drehenden Flügeln erreichst. Oder so ähnlich war es. Was es wohl bedeutet? Windmühle. Meinem Freund gelang die Flucht aus Tupa Plupas Schloss. Er behauptet, Tupa Plupa würde etwas von höchster Wichtigkeit neben seinem Bett verstecken. Okay. Ich frage mich, was es wohl sein könnte. Hallo.
Hallo, du wirst doch Tupa Blupa vermöbeln, oder? Yeah, räche uns. Nie wieder soll er sich an einem Geist vergreifen. Nie wieder. Besonders nicht an Herbert. Kommt da? Oh, oh, oh nein, Tupa Blupa Kopf, versteckt euch. Lady Boo, ihr müsst Mario verstecken. Rasch, wir müssen wechseln. Mario, wir müssen uns verstecken. Setz meine Kraft ein, sofort. Drücke runter. Alles in Ordnung, Lady. Er kann euch nicht sehen. Auf keinen Fall kann er euch jetzt sehen. Sieht lecker aus. Kommt mir gerade recht. Alter, was? Einfach weggeschluckt. Ein bisschen streng, aber gut. Alter. Oh, Stanley! Und von allen schrecklichen Dingen. Okay, wir behalten sie mal kurz. Weiter geht's. Eine Münze. Ah, okay. Bam. Erster Angriff erfolgreich. So, das ist auch wieder ein neuer Gegner, oder? Ja. Dementsprechend, ich wechsle mal unser Teammitglied kurz aus, nämlich zu Gumbarius. Wird auch wieder einfach dasselbe sein, denke ich mal, bloß in einer stärkeren Form. Scanner. Das ist ein Hyper-Quirk. Die verfügen über eine höhere Verteidigung als normale Quirks. 4, 3, 3. Okay. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einem aufgeladenen Attacke können sie die 8 KP abziehen. Okay, also die können alle sich aufladen. Sie werden dich aber verfehlen, wenn du unsichtbar bist. Ja, ja, okay. Ihre Verteidigung fällt auf 1, wenn du sie mit einer Explosion umkippst. Oh. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, sie haben auch Stacheln. Das kann mächtig wehtun. Dachte ich mir schon. So. Der lädt sich instant auf. Ist aber nicht weiter schlimm, denn mit unserem Anti-V-Hieb müsste der direkt tot sein. Ja, also Anti-V-Hieb ist da wirklich... Ist immer gut, Anti-V-Hieb dabei zu haben, glaube ich. Das ist eine gute Attacke für solche Dinge, einfach. So, hier können wir rüberfliegen, hätte ich gesagt. Oder direkt mit... Koopa holen. Ja, reicht auch. So, Schwörwar. Ist ja kein Orden, ne? Das war ja nur eine Fähigkeit. Ich wechsle erstmal wieder auf Gumbario zum Scannen und so. Okay, normaler Gumba. Hi. Bam, 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 bam. Okay, 3 Stück. So, wir probieren nochmal den Multijump. Okay, hat auf jeden Fall funktioniert. Wir haben 6 Schaden angerichtet. Ist jetzt aber auch nicht so krass, muss ich sagen. So, jetzt hauen wir den erstmal weg. Zack. Papapa. Der lädt sich gleich auf. Der auch. Das ist schlecht. Also die können jetzt ordentlich reinpfeffern. Machen wir mal kurz. Weil sonst hauen die uns weg, ne? So. Zack. So, dann hinten nochmal drauf springen. Zack. Bam. Stampfattacke. Ich finde es tatsächlich ziemlich schwierig, mit der Stampfattacke das zu timen. So. 6 Sternpunkte. Oh, wir kriegen es verdoppelt. Sehr schön. Das ist nice. Boah, also es ist die beste Investition gewesen, die wir je gemacht haben. Ganz ehrlich. Das hat sich so gelohnt, das einzukaufen für 50 Münzen. Das war mega. So. Oh, was ist denn das? Eine Zahnpastatube. Du hast Tarngel bekommen. Mario wird für kurze Zeit transparent und unverwundbar. Ah ja, okay. Das können wir jetzt quasi so auch machen. Wir bräuchten... Oh, noch ein Brief. Okay, Brief. Brief an Feist T. An... Am Nimmerwald.
Ice-T, ist das der Typ, den wir getroffen haben? Erstangriff erfolgreich. Okay, wir machen, denke ich mal, wieder direkt einen Anti-V-Hieb. Bam, das ist der nämlich gleich tot. Zack. Und er macht seinen normalen Kopf. Bums hier drauf. Und Block. Und Block. Geil. Sehr schön. Ja, machen wir hier einen Sprung drauf. Zack. Bam. Und dasselbe nochmal mit dir. So. Läuft doch eigentlich gar nicht mehr so schlecht. So, der lädt sich auf. Halt dasselbe, was Gumbario auch kann, ne? Zack. So, wir kriegen wieder schöne Erfahrungspunkte. Boah, ich weiß schon wieder nicht, in was ich investieren soll als nächstes. Aber ich glaube, ich würde diesmal wieder Ordenpunkte nehmen. Bei 5 Ordenpunkte, das schallert schon. Shit, das war gar nichts. Boah, 4 Stück. Heilige Scheiße. Okay, Multi-Jump. Ah, Mann. Aber bei 4 Stück lohnt sich's auf jeden Fall. Shit. Das war, ein ganz komischer Jump. Okay, der lädt sich auf. Der lädt sich auch auf. Nein. Nein, ladet euch doch nicht alle auf. Das ist nicht gut. Boah. Aber wir machen einfach mal das Wiegenlied, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist jetzt, gerade jetzt ein guter Moment für das Wiegenlied. Und erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Hm? Oh shit. Wo machen die mir jetzt 8 Schaden? Oh oh. Uh-oh. Alter, was? Alter! Er blockt das mal. What the heck? Okay, das ist ja mega gefährlich. Heilige Scheiße. Okay, Multisprung. Mann. Mega schlecht. Okay, Kopfnuss. Mega gefährlich. Holy moly. Okay, was jetzt? Was macht das? Ah, okay. Ja, den hätte ich ja mal ein bisschen früher gebraucht, aber danke. So. So, er ist wieder wach. Zack. Und dann nochmal Gumbario. Ah, ich glaube, wir gehen nochmal kurz zurück. Okay, das ist ja echt übel. Okay, ich weiß es aber, darf man auf jeden Fall gar nicht unterschätzen. Also 8 Schaden sind halt echt. Wenn die mir jetzt alle 8 Schaden reingedrückt hätten, das wäre es gewesen. Dann wäre es vorbei gewesen. Ja, Leute, ich muss mal kurz zurückgehen. Ich gehe mich noch mal kurz heilen. Das war jetzt gar nicht so weit weg, der Heilpunkt. Das war jetzt, glaube ich, nur 2 Felder. Wenn ich mich heile, sind die dann alle despawned? Ich glaube schon, ne? Egal. Muss ich jetzt in Kauf nehmen. Weil ich bin jetzt so... Ich habe so aufs Maul bekommen gerade. Geht nicht anders. Aber ich bin bald Level up. Bald bin ich Level up. Dann holen wir uns ein paar neue Ordenpunkte. Frage ist was? So, sind die despawned? Nee. Okay, cool. Da haben wir Glück gehabt. Wir können weitergehen. Ohne irgendwie Angst zu haben. Let's go. Ich ignoriere den mal. So. Da können wir rüberfliegen. Den nehmen wir mit. Zack. Okay, 3-mal Kirk. Anti-V-Hieb. Zack, zack, zack. Ah.
So, der gibt 3 Punkte, ne? Das ist ja nicht schlecht. So, du kannst jetzt eigentlich gar nichts machen. Ich könnte dich wechseln. Ich nehme mal Bu. Mal gucken, was die kann. Oh Mann. Ah, ist auch so ein schlechtes Timing. Okay, an die V-Hieb. Let's go. Dün, dün. Okay. Weg damit. Und Ohrfeige. Ohrfeigt einen Gegner. Unsichtbar macht Mario transparent und unverwundbar. Ist halt schon eine geile Fähigkeit. Ja, das war super. Aber ich wollte es auch nochmal ausprobieren. So, komm. Wieder kein Block. Eieiei, das ist echt schwer zu blocken. Dim, dim, bam, weg damit. So, okay. Uns fehlen jetzt auch nicht mehr viele Punkte. Dann sind wir Level ab. 7 Erfahrungspunkte noch, Leute. Das kriegen wir doch noch hin in der Folge, oder? Brauche ich eh Paracarry. So, einmal bitte fliegen. Und wir wechseln mal zu Bombette. Einfach mal so just for fun. So, da haben wir noch einen Kirk. Her mit dir, Kirk. Okay. Pass auf, ich habe folgenden Plan. Ich würde erstmal wechseln und würde mal die Powerbombe machen. 100%, bam, Alter. Weil die haben es, krass, die haben es überlebt, ne? Jetzt ist der umgefallen. Jetzt kann ich den bestimmt mit einem Multisprung. Mal gucken, ob das geht. Geil, Alter. Nice. Alle weggefetzt. Und damit sind wir Level up. Sehr schön. Ja, jetzt die Frage, nehmen wir Ordenpunkte? Ich glaube, ja. Ich nehme Ordenpunkte, ne? Aber wir kriegen nur 3. Waren das nicht vorher 5? Haben wir nicht vorher 5 Ordenpunkte bekommen? Waren das schon immer 3? Ich glaube schon, ne? Waren vorher auch 3. Okay, wir nehmen auch Ordenpunkte. Ach shit, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Mensch, was machst du denn? Okay, wir machen nochmal den Multi-Jump. Shit. Verkackt. Ich hätte jetzt alle weghauen können, ne? Mano! Wir machen es trotzdem. 100%, weg damit. Ja, wenn ich den hinten noch getroffen hätte, wäre der auch tot. Oh, der lädt sich jetzt auch auf. Das ist ja eklig. Okay, den muss ich auf jeden Fall weghauen. Ich mache einen Power-Jump. 4 Schaden. Macht sie genug Schaden mit einem Body-Slam? Ich hoffe es. Ja, so nicht. Shit, jetzt kriege ich voll aufs Maul. Nein. Ja, wenigstens geblockt. Gott sei Dank. Ich wollte doch erstmal meine Orden anpassen. Ich habe doch 3 neue. Okay. So, Geld, Geld, Geld. Dann haben wir hier den. Er stellt 10 KP wieder her. Können wir hier in der Mitte auch irgendwas machen? Nee. Hier gibt es so ein bisschen Kohle. Okay. Ja, Leute, ich würde es aber sagen, wir passen mal noch schnell unseren Orden an und dann machen wir im nächsten Part weiter. Alle Orden. So, wir haben jetzt 3 neue Punkte. Die Frage ist, was machen wir damit? KP Plus? BP Plus? Tut mir nichts. Glückstag? Protektor? Erstangriff. Erstangriff haben wir sowieso drin. Nützt aktuell eigentlich auch gar nicht so viel, der Erstangriff. Ich glaube, wir nehmen mal KP Plus mit rein. Ja. Ansonsten können wir das später ja immer noch ändern. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und... Ist da hinten was? Guck mal, hinten ist was. Ein Sternsplitter. Alter, war der gut versteckt. Nice. Genau. Gut, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.